Hilft alles nichts. Rimtor ist ausgerüstet. Xenophage ist auch ausgerüstet, beziehungsweise wir packen im Rimtor noch ein Sunnypack rein. Xenophage auch und natürlich jeden anderen auch. Mal gucken. Munition haben sie automatisch genug dabei. Das finde ich gut. Also volles Gewehr und noch eine, ein Magazin dazu. Sind da 40 Schuss. Sollte reichen. Ich werde, glaube ich, dem Pink Cap mal den Raketenwerfer mitgeben. Für den Fall, dass die mit diesen komischen Hunde-Aliens ankommen. Die können so viele Schüsse einstecken. Dann ist zwar ja, die Rakete auch nicht unbedingt die beste Antwort. Aber immerhin ist es eine Antwort. Wir sehen das erste Alien. Ich frage mich, wo? Dort hinten. Das ist schon mal gut. Wichst du bitte trotzdem kurz hin. Und wirst direkt mit einem Schuss begrüßt. Von einem kleinen Alien. Gute Arbeit, Rimtor. Und hinhocken. Als nächstes bitte Xenophage, der nachzieht. Ja, ich weiß, dass du ihn siehst. Geh aber bitte erstmal runter von der Rampe. Und dann schießen. Nee, ihr schießt auf unser Raumschiff. Okay, hinhocken. Das habe ich ganz vergessen wieder einzustellen. Ebene hoch. Zum Maniac. Sieht das Alien, geht jetzt auch dorthin und schießt erstmal. Ah, oh Gott. Doppelt geklickt. Ich depp. Auch nicht gut. Kannst du wenigstens noch hinhocken? Nein, auch das geht nicht. Jetzt bitte trotzdem hier hin. Drehst sie in die Richtung. Vielleicht schaffst du es ja, ihn zu treffen. Schade. Nicht gut. Kannst sie auch nicht mehr hinhocken. Das Problem ist, wenn ich die jetzt nachziehe, wie ich es normalerweise mache. Aber die können dann ja aus dem Raumschiff rausschießen. Wir müssen es einfach probieren. Wir müssen das Vieh hier wegkriegen. Nein, eine Etage tiefer. Ja, schieß ruhig vor den eigenen Flieger. Ist kein Problem. Das war nicht gut. Aber bitte hinhocken. Jetzt darf der Peruda nochmal sein Glück versuchen. Dafür muss er ein bisschen auf die Rampe gehen. Einmal hinhocken. Kann er besser schießen. Und Feuer frei. Keine Schusslinie. Zeiteinheiten. Naja, ist ja nur ein kleines Alien, kleines Graues. Die kleinen Grauen sind ja nicht so schlimm und auch nicht so gut. In der Hoffnung, dass der jetzt einfach, du sollst geduckt bleiben, daneben ballert. Mein Gott, das ist schon wieder überall Terror. Terror, Terror, Terror. Oh Gott, wir haben einen von diesen Drehscheiben dabei. Die können richtig was anstecken. Die Tankstelle ist schon hochgegangen. Und noch eine Scheibe. Diese Scheiben könnten uns zum Verhängnis werden. Ich denke nicht, dass wir stark genug sind, die abzuwehren. Wer hatte den Raketenwerfer dabei gehabt? Das war der Perudo, oder? Wo ist er? Perudo ist dort. Hast du den Raketenwerfer wirklich dabei gehabt? Nein, wer hat den Raketenwerfer dabei gehabt? Der Pink Cap. Pink Cap, wo bist du? Du bist dort. Geh mal bitte auf die Rampe. Ja, ja, schon klar. Du kannst ihn nicht sehen. Oh, Mist. Mist, 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 Mist. Aber kannst du schon mal den Raketenwerfer aus dem Inventar holen? Kann noch nicht mal. Kann das Gewehr auf den Boden legen. Muss ich nur gleich dran denken, dass er das Gewehr wieder aufhebt. Schießen kann er jetzt sowieso nicht. Okay, kümmern wir uns erstmal
Erstmal um den Kleinen hier. Lass mal das kleine Problem vom Hals schaffen. Unglaublich. Ist ja hier wieder Shootout bei, wie war es nochmal? Nackte Kanone. Wir brauchen wirklich 3 Soldaten, um so ein verschissenes Alien zu treffen. Danke. So, einmal umdrehen. Da sieht er da noch ein. Die Scheibe wäre wichtiger, dass wir die loswerden. Aber natürlich geht auch von den Aliens eine Gefahr aus. Da sieht man ein zweites Alien. Wahrscheinlich die Scheibe hier oder das kleine graue hier. Ah, fürchterlich geschossen. Fürchterlich. So, Rimtour. Auf die Scheibe schießen. Okay, hat noch irgendjemand Zeiteinheiten? McMike, aber der kann nicht schießen. Hier oben haben wir natürlich noch ein paar Leute drin. Ist die Frage, wie kriegen wir sie da runter? Kriegen wir überhaupt nicht runter. Weil die alle auf der Rampe stehen. Ich muss die Runde abgeben. Ja, toll. Ich glaube, das war Rimtour, der gestorben ist. Von irgendjemand. Wurde von irgendjemand die Gedankenkontrolle übernommen? Da war doch gerade irgendwas. Sieht nicht so aus. So. Pink Cap. Gehen wir da runter. Bitte einmal schießen mit dem Schnellschuss auf die Drehscheibe. Volltreffer! Gute Arbeit. Jetzt machen wir den kleinen Alien bitte hier fertig. Wunderbar. Und auch in die Richtung gucken und hinhocken. Wir müssen für Platz sorgen. Der Alien ist erledigt. Einmal bitte hier runter. Uns hinknien. Zum Maniac hinterher. Uns hinknien. Perudo geht einmal hier runter, guckt dann in die Richtung und kniet sich hin. Jetzt können wir dann noch ein paar Leute nachziehen. Wen haben wir denn hier oben noch? Anagnorisis geht bitte an die Stelle von Rimtour. Kniet sich hin. Und dann haben wir noch Pixelklatsche. Geht bitte an die Stelle. Dreht sich in die Richtung hier oben. Und von hier wird wohl nichts mehr kommen. Also wenn da jetzt hier jemand noch aus dem Garten rausgeschossen kommt, ja, dann weiß ich es auch nicht. Ja, die Zivilisten sterben wie die Fliegen. Das mal so salopp zu sagen. Er kann 3 Aliens sehen. 1, 2, das da drüber. 3. Ja, Xenophage. Ist trotzdem dorthin. Glück gehabt. Erstmal hinducken. Kannst du vielleicht doch noch schießen? Zumindest einmal kannst du schießen. Schade. Zum Maniac nachziehen. Und hinducken. Du kannst wen sehen? Auch den da unten. Das hat nichts gebracht. Okay. Wenn du dich umdrehst, kannst du jemanden sehen. Ach, Perudo kann gar niemanden sehen. Das ist natürlich total super. Okay, erst einmal, wen kannst du sehen? Du kannst die Scheibe sehen. Dann heb erstmal dein Gewehr wieder vom Boden auf. Halt. Pink Cap? Ach so. Ich wollte mal sagen, denk dran, das Gewehr aufzuheben. Jetzt hat er's.
Okay, guck in die Richtung und hock dich hin. Müssen die anderen beiden halt auf die Scheibe schießen. Ist wichtig, dass wir die loswerden. Das ist so unglaublich. Die schießen einmal und schon bist du hinüber. Mein Gott. Hat mal jemand Punkte? Pixelklatsch hat mal Punkte. Aber noch ausreichend Punkte. Der Schuss gerade, der ging in den Reifen. So, Maniac gerät in Panik. Ja. Total toll. Weiß nicht, ob der sich wieder einfängt. Kann sein. Vermutlich aber nicht. Sehr guter Schuss. Kannst du sonst irgendjemanden sehen? Kannst du nicht. Haltet ihr trotzdem dort die Stellung? Wie ist bitte dahin? Der hat auch sogar seine Waffe weggeschmissen. Mein Gott. Freunde der Sonne. Du kannst das Alien sehen. Dann schieß bitte direkt drauf aus erhöhter Position. Sehr gut. Und Pixelklatsche bitte direkt vorne wegstürmen. Anagnorise ist hinterher. Mal in die Richtung und hinhocken. Hat noch jemand Aktionspunkte? Perudo? Ja, aber nicht mehr genug, um irgendetwas zu machen. Xenophage hätte natürlich noch welche. Aber ich möchte, dass der jetzt hier die Stellung hält. Falls jetzt hier wieder irgendwie ein Alien erscheint, dann kann er nämlich schießen. Oder er verpasst den Moment zu schießen. Zumindest wissen wir schon mal, wo sich die beiden kleinen Grauen eingenistet haben. Du kannst einen sehen, weil er genau am Fenster steht. Xenophage. Ja, schieß ins eigene Raumschiff, kein Problem. Jetzt kannst du wen sehen? Auch ihm, weil er im Fenster steht. Zumindest hast du ihn getroffen, das ist gut. Hinhocken geht nicht. Zum Maniac steht er noch rum, tut gar nichts. Noch besser, als wenn man die eigenen Leute angreift. Boah. Kam bestimmt von der Scheibe hier hinten irgendwo. Geh mal dahin und hock dich hin. Pinkhead bitte hinter den Reifen. Guck mal in die Richtung, siehst nix. Ja, vielleicht auch, weil er genau auf den Reifen guckt. Man weiß es nicht genau. Wir warten ab und gehen ganz langsam vor. Zum Maniac. Ist wieder an Bord. Das ist gut. Dann geh mal bitte in deine Ausrüstung und nimm die Pistole in die Hand. Dreh dich um. Versteck dich erstmal hier hinterm Reifen. Guck in die Richtung und hock dich hin. Anagnorisis hätte noch Punkte. Der kann einmal um die Ecke gucken und sieht die Scheibe. 43 Punkte kann er zweimal schießen. Ohne Kommentar. Zieht er sich bitte wieder zurück. Umdrehen. Hinhocken. Okay. Jetzt kannst du ihn sehen. Der steht dort. Können wir gerade mal den Kopf sehen. Bitte nachziehen, zu deinen Klamotten hin. Erstmal hinhocken und dann schnappst du dir wieder dein Gewehr. Was hat er gesagt? Nicht genug Munition für die Waffe? Doch. Achso, nicht genug Zeiteinheiten. Moment, in die rechte Hand kann ich es nicht legen, aber in die linke Hand? Ich
glaube, das macht keinen Unterschied. Die Soldaten unterscheiden nicht, ob sie Rechts- oder Linkshänder sind. So, Anagnorisis, guck's mal wieder. Die Scheibe scheint weg zu sein. Geh bitte trotzdem dort in Deckung und warte. Pixelklatsche geht einmal hier vorne hin und hockt sich hin. Hat noch jemand Zeiteinheiten? Nicht wirklich.